Kann der mal langsam K.O. gehen? So. So, sehr schön. Hier was kaputt machen? Na, da geht nix. Okay. Oh, was ist da los? Entschuldigen Sie, Herr. Knacks. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Knacks. Haben Sie ebenso, wo Tango haben Sie gesehen, wo Tango gegangen ist? Klar, er ist gleich hier drin. Ja, dann. Mal kurz gucken, ob hier noch was ist. Ich hab sie reingelegt. Los, Jungs, sie sind in der Falle. Ah, jetzt darf ich wieder hier die beiden Knöpfe drücken, wahrscheinlich. Oh, ja. Das ist natürlich die Musik aus dem Hauptmenü. Das dürfte sein, was ist das nochmal? Oh, wie heißt der Film jetzt nochmal? Jetzt will ich gerade überlegen. Sie nannten ihn Mücke. Genau. Das ist Sie nannten ihn Mücke. Also, es ist ein Film mit Buddy alleine, eigentlich. Hier noch was für mich oder hast du nur du was? Ich will auch was zum Kloppen haben. Popcornmaschine hier. Die kann ich sogar treffen? War das richtig gerade? Ich dachte eben, ne, auch nicht. Was ist denn hier los? Hallo? Komm nicht weg. Puh. Vor das Bierchen. So, besser. Meine Fresse. So, den haben wir auch hier. Recht damit. Kann ich den Haufen noch umstoßen? Schade. Sah eigentlich so aus, als würde das gehen. Ach, das sind Dosen anscheinend, keine Federn. Ich dachte, das wären Federn von einem Auto. Aber so wie es da hinten schon aufgestapelt ist, soll das wohl Dosen sein. So. Ach, das bist du. Ich wollte gerade Terrence in die Fresse hauen. Wieso hat der eigentlich auf einmal einen Billardköder-Tasche? Ey. Das wollte ich eigentlich haben, das Bierchen. Dankeschön. Hört ihr mal auf, mich beim Trinken zu unterbrechen. Ich glaube, ich habe schon mal ein bisschen nachkommen hier. So. Genau, Bulldozer ist, glaube ich, nämlich der englische Titel. Und Sie nannten ihn Mücke ist, glaube ich, der deutsche Titel von dem Film. Oh, da weint einer. Ich hoffe, sie... Oh. Bitte rettet meinen kleinen Schatz. Und selbstverständlich. Miau! Ach, das ist die Katze da oben. Okay, jetzt sehe ich das. Ups, habe ich leider weggedrückt. Aber nein, nicht die Katze. Meine Tochter rettet meine Tochter. Wo ist sie denn? Ach, die hängt da drin. Sehr geil. Sehr schön. Wir müssen einen Weg finden, das Karussell zu stoppen. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Wie wäre es hier drin? So. Die ist ein wenig durcheinander. Ja, und du? Ah, Mami! Ja, super.
Vielen Dank, ihr habt meine Kleine gerettet. Vielen Dank, meine Helden. Ja. Kein Problem. Tschüss. Das war ganz wichtig, die Szene. Eieiei. Das lief doch gut. Kann man den echt nicht irgendwie bearbeiten, den Automaten? Na gut. Hör mal zu, Knacks. Werde euch nichts. der Typ hat auch nicht viel in der Birne. Soll ich mal? Herr Knacks, sind Sie verletzt? Wir sehen uns doch mal, dann gnade euch Gott. Was haben wir denn da? Eintrittskarte für die Geisterbahn. Was, Geisterbahn? Warum versteckt sich jemand in der Geisterbahn? Ich sehe schon, du machst dir Angst. Die Hose, hast du eine mit? Ich hätte Angst, lass uns gehen. Das war viel Fäuste für ein Halleluja. Können wir mal kurz hier gucken. Okay. Ja, ab in die Geisterbahn. Horrorhaus. Oh, ach so. Sehr schön. Haut er schon wieder ab, oder was? Kümmert euch um diese zwei Kakerlaken, um jeden Preis. Klar, Chef, die werden wir hier nie vorbeikommen. Ich glaube, er ist weggerannt. Denkst du, er mag uns nicht? Das ist genau das, was ich denke. Ist doch geil, wie da hinten in den Gondeln hängen. Na, machen wir mal eine Dose mit. Ach, das wollte ich nicht. Schön, Geschäft. Entschuldige, Chef. Immer wenn ich ihn gegen ihn schmeiße, also entschuldige, Chef. So, ein Gläschen mitnehmen hier. Liegt da noch was anderes? Ach so, das ist so ein Ding. Habe ich nicht gesehen, so richtig. Okay. Oh, das sieht nach Autoscooter aus. Ich glaube, der ist ein bisschen kaputt, der Typ. Was für eine Freude, Sie wiederzusehen, mein lieber Herr Knacks. Das reicht jetzt. Ihr seid... Ihr feit fertig meine Mama für die perfekten Schlägermaschinen. Eier weg, Energie. Hast du schon mal versucht, ein Auto im Gipskorsett zu fahren? Ah, den kenne ich auch, den Spruch. Ich weiß jetzt gerade nicht, aus welchem Film. Ah, geil! Das ist ja mal geil. Ich glaube, das war's. Das ist er immer noch. Entschuldigen Sie, Herr. Echt jetzt, hör auf. Ja, ich muss mal einen Schluck trinken. Herrlich. Oh, können wir damit fahren mit dem kleinen Teil? Was wollt ihr von meinem Chef? Er hat keine Zeit, sich mit euch zu unterhalten. Der Chef ist nicht so nett. Okay, den müssen wir bekloppen.
Okay. Ich erinnere mich noch genauer, das erste Mal, er gab mir 100 Dollar Schein und sagte zu mir, geh und kauf dir ein paar saubere Klamotten, dann zauberst du beim Zirkus arbeiten. Seitdem habe ich immer für ihn gearbeitet. Ja, ist ja gut. Kann ich ihn einfach umhauen? Ja. Aha. Au! Was machen wir denn mit dem? Ah, ich sehe gerade das Teil hier. Ah! Das war ja geil. Das ist nämlich auch aus dem Film. Dieses Teil da. Diese kleine Rakete. Aua, ich komme nicht weg. Ja, ich kann dich ziemlich gut sehen. Nur ich denke, es ist Zeit zu gehen. Ah, es tut mir leid, Chef. Hm. Okay, Level complete. Sehr, sehr interessanter Bossgegner, ja. Sehr schön. Die Stadt. Okay, das nächste Level. Ja, da scheint so ungefähr gleich die Hälfte vorbei zu sein, so von den Schlössern her. Aber ich würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn sie echt einen zweiten Teil noch raushauen. Ja, übrigens, kann ich auch mal kurz erwähnen, der Jahresabschluss wird natürlich auch noch kommen, ne? Den habe ich auch schon angefangen zu bearbeiten, wird sich aber noch ein bisschen hinziehen, denke ich. Aber ich bleib dran. Hey, schau mal, das ist das Poster von dem Rennen, das wir heute gewonnen haben. Stimmt, Dune Buggy. Mhm. Oh, die Mucke ist natürlich auch bekannt. Komm, laber nicht, ich jage mein Geld hinterher. Wow, der Hauptpreis für die Gewinner war ja eine ganz schöne Summe. Was? Also ist Tango schon wieder mit meinem Geld abgehauen. Dem haue ich die Delle in die Gewürzgurke. Wolltest du ihm nicht sowieso den Gesichtsärger eindrücken? Ja, aber ich bin sauer wie ein eingelegter Hering. Die Musik ist übrigens von zwei außer Rand und Band. Hey Leute, habt ihr gehört? Diese beiden jagen den Chef. Die nehmen wir uns vor. Ja. Mal wieder. Das könnte auch der Wagen da aus zwei außer Rad und Band sein. Also da geht es auch um ein paar Autos am Anfang. Ist hier noch was? Mal kurz gucken. Ne, darf ich nicht hin. Okay. Ja, ich gehe ja schon. Miami Beach, ja. Da müssten wir bald zu zwei bärenstarke Typen kommen. Entschuldige, Chef. Weg damit. Übrigens kann nur ich die Typen hochheben. Terrence schafft das nicht. Na, da kann ich nichts mehr machen mit dem Wagen. Ja, ich gehe ja schon. Ach, ja. Miami Cops. Halt, hier darf niemand durch. Sagt wer? Agent Mojmir. Ich bin das Gesetz. Ein Pickup hat Angst und Schrecken in der Angst verursacht. Wir räumen gerade diese Kreuzung. Hey, schau mal, das Gerüst. Denkst du dasselbe wie ich? Wenn du Angst... Was? Wenn du vorhast, raufzuklettern, dann wahrscheinlich nicht. Warte, ich habe eine Idee. Okay. Dann gehe ich hier hin. Sehr schön. Boah, läuft doch. Ich gehe mal hoch, ne? Ey, das Ding kaputt hauen? Ey, so Schornstein kaputt hauen hier. Der war gut, der Angriff. Oh, eine Falle Bohnen. Ich sehe gerade nichts hier. Ja, nimm du das Bierchen, ist okay.
Ist auch schön, wie Terrence da so einen Bocksprung drüber macht. Mein Gott. Ist er erstmal tot? Ja. Achso, wir können gar nicht hochgehen. Okay. Interessant. Ist er wieder unten? Sehr schön. Ich kann auch bestimmt die. Ich kann das fast nicht kaputt machen. Ich konnte den Wagen aufmachen. Warum? Kann ich den Wagen aufmachen? Kann ich die Oma auf dem Rad kaputt hauen? Ja, schade. Kann ich die Tür nicht kaputt hauen? Anscheinend nicht. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Mach nicht so ein Terz hier. Irgendwie ist jeder Chef, kann das sein? Die sagen immer entschuldige Chef, egal wer das gerade ist. Nee, das sieht man doch nicht. Sehr schön. Kann ich die Steine hätte ich ganz gerne mitgenommen, aber ne, darf ich auch nicht. Ach guck mal, das könnte das Bild von Tiger sein, also von, und also den Chef der beiden von, zwei bärenstarke Typen, aber war nicht so wirklich. Er dachte es erst im ersten Moment, aber so viel Ähnlichkeit war dann doch nicht. Der Pickup sieht ja aus wie der, mit dem das Mädchen entführt wurde. Okay. Das ist der Pickup, mit dem das Mädchen entführt wurde. Und deine Kohlen vor allem. Vielleicht verstecken wir uns. Vielleicht verstecken die sich ja da drin. Lass uns reingehen und nachsehen. Erstmal in den Supermarkt, genau. Können wir den Einkaufswagen nehmen? Nee. Entschuldigung. Du brauchst gar nicht so nett zu sein. Der Pickup hat unser Geld entführt. Und ein Mädchen. Und ein Mädchen. Hast du gesehen, wer gefahren ist? Wo sind die hin? Oh je, scheint wohl gleich richtig ernst zu werden. Moment, ich hole schnell den Geschäftsführer. Herr Tango, Hilfe! Ich werde von einem riesigen Kerl bedroht. Ja, super. Au, 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 au. Jetzt geht's aber los hier. Eieieiei. Plüschlappen aufgesperrt. Dieser Supermarkt ist jetzt in unserem... Ja. Warum haben die beiden keine Angst? Ja, warum auch? Entschuldigung, er ist taub und ich bin ein Krüppel. Ich kann nicht wegrennen. Das ist aus, das müsste Miami Cop sein. Ja, wirklich? Nur mal sehen, ob der Taube mich so versteht. Ja, das ist eine komplette Anspielung an die Szene. Warum zum Teufel reagiert er nicht? Lass ihn doch in Ruhe, er ist außerdem auch noch dumm, obendrein. Das ist wirklich dumm. Er greift sie. Hat er gut geklappt. Da ist er draußen. Ah, den kann man tatsächlich wegschieben. Ja, geil. Stehst du wieder auf? Oh, geil, man kann die Dosentürme aufschweißen. Das ist ja geil. Kann ich den da reinkicken? Ah, oh, ist da noch ein Dosenturm? Warte mal. Oh, da kommt was. Geil.
Futter. Oh, der mit der Mütze über dem Kopf, das, der hat, erinnert mich auch an irgendeinen Film. Ich weiß, könnte auch der gleiche Film sein. Ich weiß es nicht. Ich krieg die teilweise auch ein bisschen durcheinander. Was mach ich damit? Na, darf ich nicht weiter? Okay. Nun mach schon, lass mich nicht kommen. Lass dich nicht herkommen. Ah, okay. Ach so, da. Sehr interessant. Das geht noch ganz gut. Kurz hier gucken. Ah, noch eine Runde. Sehr schön. Sehr schön. Auch mal kloppen. Ja, mehr können wir hier nicht machen. Also nichts kaputt machen oder so. Eieiei. Kommt ihr da nicht her? Doch was, ne? Ja, schön. Becherchen. Ach, ist das herrlich. Oh, ein Bierchen. Na, darf ich nicht mehr nehmen. Schade. Daumen. Kann ich hier einen Karton kaputt machen? Die vielleicht. Schade. Oh, da ist aber ordentlich was los. Gibt es das Mädchen? Gibt es das Geld? Schafft mir sie aus den Augen! Erstmal zum Chef durchboxen hier. Ich hätte gerne das Geld. Ach, ich kann aber. Achso, ich kann aber nur Stück für Stück. Ah, okay, alles verstehe. Ich konnte die noch gar nicht angreifen, wieder gerade eben aktiviert waren. Okay, interessant. Aber auch nichts zu trinken gerade zwischendurch hier. Alter Schwede hier. Ihr kämpft wie kleine Mädchen, ja. Jetzt kommen hier die Großen. Ich hätte gerne mal ein Stück zu trinken, vor allem. Ein Schluck zu trinken. Oder was? Und eine Pfanne Bohnen wäre jetzt auch nicht schlecht, ja. Meine Güte, das ist aber eine Schlägerei jetzt hier. Ein paar Kombos noch hier. Wegrennen hier.
Terrence, mach mich schlapp. Ja, nu? Und unser Geld? Das Geld ist heute ausgegangen. Ich habe überall Schmerzen. Ich brauche einen Krankenwagen. Ich kann mich nicht bewegen. Mein Bein. Ich kündige. Ach, der Geil, die kippen einfach so um. Auch nicht schlecht. Lasst mich rein, wir hauen ab. Die zwei sind Monster. Ja, nu? Oh, da ist ja der Wagen. Der Wagen aus zwei bärenstarken Typen. Egal, was ihr mit mir macht, ich werde nichts erzählen. Zumindest sieht er von hinten so aus, also der Goldene da. Bitte tut mir nicht weh, ich erzähle alles, was ich weiß. Ich habe einen Haufen Geld bekommen, um die Entführung des Mädchens zu arrangieren. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre es. Wo wird sie hingebracht? Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Bitte tut mir nicht weh. Wir müssen ihnen folgen, bevor wir ihre Spur für immer verlieren. Danke für das Auto, Tango. Dann betrachten Sie es als Anzahlung. Welches Auto? Au. Oh. Ja, sicher. Gute Nacht. Spring rüber, ich fahre. Ich will sehen, wie die Karre abgeht. Denk nicht mal dran, ich fahre. Ja, es ist der Wagen aus verbärenstarken Typen. Sehr geil. Oh, Level complete. Das war ja etwas längeres Level, sehr schön. Und das passt eigentlich hervorragend, um gleich mal den Part zu beenden. Aber wir gucken uns das Intro nochmal eben an. Die Autobahn, okay. Oh, das könnte natürlich wieder so ein Scrolling-Level sein. Dann müssten wir das Level vielleicht nochmal eben mitnehmen. Ich würde gleich ganz gerne mal kurze Datensicherung machen hier. Aber geil. Oh ja, es ist ein Scrolling-Level. Ich hab's mir schon gedacht. Oder? Okay. Los, Vollgas. Ah, R2. Oh, jojojojo. Okay, drück auf die Tube-Keule. Ich schmeiß dich gleich aus dem Wagen. Okay. Oh, das könnte was von Terence Hill alleine sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das könnte entweder ein Nobody-Film sein oder der Supercop. Ich kenne tatsächlich die Einzelfilme nicht so. Oh, fuck. Ich kann da Sachen machen. Okay, ich kann die mit der Hupe irgendwie aus dem Weg drängen. Ich versuch's einfach mal vorsichtig mit der Hupe. Sehr gut. Das ist so ein Nitro, das Ding. Okay, bisschen schneller. Sehr gut. Ah, läuft doch ganz gut gerade hier. Okay. Ah, sieht doch ganz gut aus. Wollen wir schon Gas geben? Ja. Das sieht gut aus. Haben sie gefunden? Was machen wir jetzt mit dem? Oh, das ist Miami Cops. Die Mucke. Geil. Das ist ja mal geil, dass die Musik dabei ist. Das ist ja mal geil. Die Musik fand ich immer richtig cool. Das wusste ich ja gar nicht mehr, dass die Mucke dabei ist. Muss ich den eigentlich einholen oder was? Wahrscheinlich, ne? Gas geben! Jawohl! Back to Fagioli? Aha. Scheiße! Wir haben ihn! Wir haben ihn!
Ah! Ich weiß auch gar nicht, ob wir ihn über einholen müssen oder nicht. Fuck! Schau auf die Straße, ja. Ey, ich wäre richtig gewesen. Mist! Das gibt's doch nicht. Boah. War das jetzt richtig oder habe ich verloren? Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall der Strand da hinten aus. Miami Beach, würde ich sagen. Sehr geil. Scheint wohl okay gewesen zu sein. Hat aber Spaß gemacht irgendwie. Auch wenn ich nicht genau gewusst habe, was ich gemacht habe. Aber was soll's. Wir haben es geschafft. Oh, das sind die Typen von Bärenstarke Typen. Also die Weißen mit den schwarzen Kapuzen. Okay. Nichts, was sie... Was? Nichts. Wir haben sie verloren. Lass uns gehen. Nein, nein. Sie sind in der Falle. Es gibt keinen anderen Weg aus dem Hafen. Sie werden uns nicht entkommen. Und was ist mit dem Tor? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Okay, ich gehe zurück zum Wagen. Klar, mach's dir ruhig gemütlich. Könntest du mal diese Kisten hierher bewegen? Okay. Ja, mache ich dann gleich. Aber erst im nächsten Part. Ich nutze das jetzt hier mal, um kurz eine Pause zu machen. Richtig geiles Spiel. Ich hoffe, ihr habt immer noch Bock und schaltet gerne beim nächsten Part wieder ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.